Es ist das Modegetränk. Energy Drinks. Riesenauswahl, dutzende Marken, unzählige Geschmacksrichtungen. Energy. Natürlich, jeder will Energy haben. So. Wenn man 2-3 Stück trinkt, merkt man, dass man kurz ein bisschen fit wird. Bringt uns auf Trab. Ja, wir sind dann wach und alles. Aber die Trendgetränke können gefährlich werden, besonders wenn sie viel getrunken werden. Ja, meine Nichte, die hat manchmal 2 am Tag getrunken und ohne kann sie gar nicht. Es sollte verboten werden. Ärzte warnen, total ungesund sind sie vor allem für Kinder und Jugendliche. Und dann ist ihm hundselend schlecht und er hat Herzrasen und er hat wahnsinnige Angst. Ich rücke das in die Nähe von Drogen. Max zeigt die Gründe für den Erfolg der süßen Aufputschbrausen und welche gefährlichen Folgen sie für den Körper haben können. Los geht's in Kassel beim Getränkehändler Dr. Durst. Ali Yazayeri füllt seinen Kühlschrank alle 2 Stunden mit Energy Drinks wieder auf. Er hat über 20 Geschmacksrichtungen. Das sind immer noch die meistverkauftesten Getränke, die wir haben. Also Softdrinks, klar, aber das sind die Trendgetränke. Die Dosen sind bunt, der Inhalt ist süß. Und Energy Drinks genießen bei vielen einen guten Ruf. Leistungsfördernd, sportlich. Man ist halt wach, man hat bessere Konzentration. In Lernphasen, man meint zu glauben, dass es manchmal etwas hilft. Max checkt die Supermärkte und Discounter. Wir wollen wissen, wo gibt es welche Energy Drinks zu welchem Preis. Bei Rewe finden wir mit 10 Marken die größte Auswahl. Hier kostet Red Bull 1,29 Euro. Günstig geht es mit Magic Man für 49 Cent. Monster kostet 1,69 Euro. Bei Edeka ein ähnliches Bild. Insgesamt 8 verschiedene Marken, von der Eigenmarke Booster für 49 Cent bis zu Rockstar für 1,75. Marktführer Red Bull ist mittlerweile sogar beim Discounter angekommen. Ob Aldi oder Lidl, die Dose kostet hier nur 95 Cent. Ein Preisverfall, den der Getränkehändler nicht mitmacht. Hier gibt's die Dose weiterhin für 1,65 Euro. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir da mit dem Preis runtergehen sollen oder ähnliches, aber im Endeffekt, der Kunde kauft es noch wie vorher und wir erkennen da keine Umsatzeinbußen. Weil Red Bull einfach gekauft wird. Um 16% gingen die Zahlen letztes Jahr rauf. Der gesamten Branche geht es gut. Die Absatzzahlen stiegen seit 2012 jedes Jahr um etwa 8%. Im letzten Jahr wurden mehr als 300 Millionen Liter verkauft. Vor allem an Jüngere. Max macht die Stichprobe mit denen, die nicht zur Zielgruppe gehören. Gefällt denen das Trendgetränk auch? Oh, das riecht nach BASF. Aber wirklich, 100%. Liebe Leute, was da alles drin ist, unglaublich. Das ist drin in Energy Drinks. In 250 Millilitern stecken 80 Milligramm Koffein, so viel wie in über 2 Dosen Cola. Dazu kommen im Schnitt 27 Gramm Zucker, das sind etwa 10 Würfel. Das Problem daran, Kinder und Jugendliche trinken oft viele Dosen hintereinander. Da wird derart viel von getrunken, ja, dass es einen Einfluss hat auf Kreislauf, auf die Psyche. Das trinken ja heute die 13-, 14-Jährigen, als wäre es nichts. Es ist ja, süß, Gummibärchen ist ja kein Problem. Ja klar, ist es ein Problem. Das sagt auch dieser Kinderarzt. Max in Göttingen bei dem Vorkämpfer gegen zu viel Koffein und Zucker aus Energy Drinks. Dr. Martin Hulpke-Wette, 53 Jahre alt, Herzspezialist. Auf Energy Drinks aufmerksam wurde er, als er einen 14-Jährigen mit Herzrasen behandelte. Hatte ich ihn gefragt, was er denn schon gefrühstückt hätte. Er würde nicht frühstücken. Und da habe ich gesagt, hast du was getrunken? Ja, was denn? Ja, Energy. Ich sage zum Frühstück, ja, ich trinke nur Energy. Der Arzt sagt, Energy macht süchtig, wie eine Droge. Und das süße Zeug ist gefährlich. Bei Kindern, die täglich zur Koffeinbombe greifen, hat der Kardiologe dickere Herzen festgestellt. Die haben dann ganz erhebliche Wandverdickungen ihrer linken Herzkammer entwickelt. Wenn die uneingeschränkt das fortgesetzt hätten, kann ich sicher sagen, weil es dokumentierte Berichte über solche Fälle gibt, dass sie dann gestorben wären. Max fragt bei Red Bull nach. Hält der Hersteller sein Getränk für sicher? Im Allgemeinen reagieren Kinder aufgrund ihres niedrigeren Körpergewichtes empfindlicher auf Koffein als Erwachsene. Wir empfehlen deshalb Red Bull Energy Drink nicht für Kinder. So steht es auch auf den Getränkedosen. Hinten ganz klein, erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Eine Bedeutung hat das nicht. Die bunten Dosen gibt es überall zu kaufen, ohne Altersbeschränkung. Für viele Eltern ein echtes Ärgernis. Ich würde es verbieten, zumindest bis 16.
finde ich total kacke. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass die nicht reglementiert werden von der Altersklasse her. Das Max-Fazit: Energy Drinks sind das Trendgetränk, besonders bei Jüngeren. Doch gerade die sollten so viel Koffein und Zucker nicht gedankenlos in sich reinschütten. Eltern und Ärzte wie Martin Hulke-Wette fordern deshalb eine Altersbeschränkung wie bei Alkohol und Zigaretten.